Was lange währt, wird endlich gut. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Endlich ist es soweit. Mein zweites E-Book Gesund Grün Essen ist endlich online. Es war wirklich ein langer Kraftakt für mich und ich bin so froh, euch diese geballten Informationen endlich zur Verfügung stellen zu können. Bevor ich näher auf dieses E-Book eingehe, möchte ich nochmal erwähnen, bevor es hier irgendeinen Kommentar gibt, nein, ich verwende keine Tönungscreme. Ihr seht, mein Gesicht sieht braun aus, der Haaransatz ist weiß. Das kommt daher, gestern fand der 38. Rohkost-Potluck in Leipzig statt und es war ein sehr sonniger Tag und ich saß oft in der Sonne und mein Gesicht wird immer ganz schnell braun und der Ansatz bleibt weiß. Ich lasse generell meine Haut nur Lavaerde oder Kokosöl und die zwei ätherischen Öle von Young Living, Weihrauch und Lavendel. Da haben wir das erstmal abgehakt. Jetzt geht es weiter zum E-Book. Dieses E-Book umfasst alle grünen Lebensmittel, die Chlorophyll enthalten, die für unsere Gesundheit wichtig sind. Also es werden nicht nur Kulturgrün wie grünes Blattgemüse aufgeführt, Gartenkräuter, das grüne Gemüse, Brokkoli. Es geht auch um Mikroalgen, die wichtigen Mikroalgen Chlorella und Spirulina, die sehr chlorophyllhaltig sind. Chlorella gehört mit zu den chlorophyllhaltigsten Pflanzen auf der Welt. Es gibt auch ein Interview in diesem E-Book mit dem Algenfarmleiter von der Algenfarm in Klötze, die ich schon vor 2 Jahren besucht habe. Da stehen auch sehr interessante Informationen drin. Dann gibt es natürlich ein ganz, ganz großes Kapitel über die Wildpflanzen. Wildkräuter sind auch hier auf meinem Kanal so ein Hauptthema. Es gibt viele Wildkräuter-Videos hier auf meinem Kanal. Natürlich habe ich dann diesen wichtigen Lebensmitteln auch einen ganz speziellen Platz in meinem E-Book eingeräumt. Es sind 43 Wildkräuter dabei, natürlich das wilde Wiesengras und 17 Baum- und Strauchblätter. Das sind alles Wildpflanzen, die ich hier in meiner Region seit ein paar Jahren sammle. Und dann gibt es natürlich auch viele Unterkapitel. Also ich habe euch diese Wildpflanzen exakt beschrieben, auch mit schönen Fotos, sodass ihr die erkennen könnt, auf was ihr achten müsst, wie die Pflanze aufgebaut ist, wie die Blätter aufgebaut sind, wie die Blüte aussieht, wann man was ernten kann, was ist überhaupt essbar, das ist natürlich ganz wichtig. Natürlich auch gesundheitliche Vorteile, wenn ihr bestimmte Wildkräuter esst, ist auch für jede Wildpflanze aufgeschrieben. Natürlich auch ganz grob, wie man sie verwenden kann, pur essen oder ob man sie eher als Tee verwendet oder was man damit auch so machen kann. Es gibt ja auch zum Beispiel Wildkräuter wie Spitz- und Breitwegerich oder auch Girsch. Da kann man die Blätter zum Beispiel zerkauen, wenn man eine kleine Verletzung hat oder einen Insektenstich, dann kann man das auf die Verletzung geben und auf den Stich und dann fördert das einfach die Wundheilung. Also solche Tipps sind dann auch ganz viel enthalten. Natürlich habe ich auch in diesem E-Book die ungenießbaren und giftigen Doppelgänger von manchen essbaren Wildpflanzen aufgeführt. Da wurde ich auch ganz oft danach gefragt. Da gibt es noch gar nicht ein spezielles Video dazu von mir, aber ich habe es in diesem E-Book einfach aufgeführt, welche Pflanzen man mit welchen giftigen oder ungenießbaren Doppelgängern verwechseln kann und was der Unterschied ist, wie man das eben erkennen kann. Und was ganz wichtig ist, sammelt bitte nur die Pflanzen, die ihr wirklich auch einwandfrei identifizieren könnt. Dann gibt es auch bei dem Wildkräuterteil viele Unterkapitel, zum Beispiel Wildkräuter und Kinder. Also ich habe auch viele Erfahrungen sammeln können mit Wildpflanzen und meinen Kindern. Da gebe ich euch so ein paar Tipps an die Hand. Dann gibt es auch das Thema Wildkräuter und Frauen. Welche Wildkräuter helfen bei welchen Frauenleiden zum Beispiel? Die zwei ganz typischen habe ich aufgeführt, Menstruationsbeschwerden und eben Wechseljahresbeschwerden. Da findet ihr auch einige Informationen dazu. Wichtig ist auch, das sind Giften mit Wildkräutern. Das sind so wirklich viele verschiedene Unterthemen. Auch Wildpflanzen für gesunde Zähne und Mundflora. Ich habe alles Wissen, was ich für mich als wichtig empfand, in dieses E-Book einfließen lassen. Auch Erfahrungen von anderen natürlich. Ich zitiere natürlich auch wichtige Personen, die wichtige Informationen über grüne Lebensmittel, über Chlorophyll, über Bitterstoffe zur Verfügung stellen. Also es ist wirklich ein sehr kompaktes Werk geworden. Also ich bin selber zum Schluss erstaunt gewesen, dass ich auf über 400 Seiten komme. Es gibt natürlich auch im Anhang einige Tabellen, Saisontabellen für die Wildkräuter, dann für die Baum- und Strauchblätter, auch für das Kulturgrün. Und es gibt in diesem E-Book natürlich auch nochmal ein Kapitel über grünblättrige Sprossen und Grünkraut. Das gibt es ja auch schon in meinem Sprossen-E-Book. Diesmal habe ich mir nur die grünen Pflanzen, also die grünen Sprossen herausgezogen. Es gibt aber noch einige Extras an Grünkraut, das ich so in meinem Sprossen-E-Book noch nicht beschrieben habe. Also es wiederholt sich jetzt nicht so viel. Wie man Kulturgräser selber zieht, ist natürlich auch in diesem E-Book enthalten, aber noch viel umfangreicher als in meinem Sprossen-E-Book. Warum Chlorophyll für unsere Gesundheit so hilfreich ist, ist auch ein sehr wichtiges Kapitel in diesem E-Book. Das ist praktisch das Einführungskapitel, damit ihr erstmal
versteht, warum grüne Lebensmittel für uns so wichtig sind, wie Chlorophyll überhaupt entsteht, wer dieses Chlorophyll zur Verfügung stellt, was überhaupt Photosynthese ist, der gesundheitliche Nutzen überhaupt von Chlorophyll. Es ist ja so, wir leben heutzutage in einer Umwelt, die nicht mehr sauber und rein ist. Es gibt Industrieabgase, es gibt Schwermetallbelastung, generell Schadstoffbelastungen. Viele Menschen ernähren sich von Industriekost, haben ein stressiges Leben, nehmen vermehrt Alkohol, Nikotin, Kaffee zu sich, was auch dazu führt, dass der Körper übersäuert. Das sind immer verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass der Körper übersäuert und dann auch verschlackt. Und chlorophyllhaltige Lebensmittel, das sind die basenbildendsten Lebensmittel auf der Welt. Und deswegen ist es auch wichtig, regelmäßig grüne Lebensmittel zu uns zu nehmen, um den Körper zu entsäuern. Und Chlorophyll hat auch die sehr, sehr wichtige Eigenschaft, unseren Körper zu entgiften und das Blut zu reinigen. Ich nehme jetzt grüne Lebensmittel schon so viele Jahre zu mir und ich möchte darauf einfach nicht mehr verzichten. Und das ist einfach für mich so ein wichtiges Thema und ich freue mich so sehr, euch diese wichtigen Informationen zur Verfügung stellen zu können. Es gibt dann auch ein Thema und zwar Wildkräuter und von einer ganz anderen Seite betrachtet. Ich habe ja die Informationen auf meinem Kanal immer darauf bezogen, Wildkräuter als Lebensmittel oder als Nahrungsergänzungsmittel. Und es gibt auch noch ein Thema Wildkräuter aus spiritueller Sicht oder auch die Heilwirkung, die ich ja jetzt in meinen Videos nicht so betone. Und da gibt es einen ganz, ganz tollen Kräuterfachexperten, den Wolf-Dieter Storl. Und da habe ich dann auch einiges seine Erfahrung wiedergegeben in diesem E-Book. Es hat mich wirklich sehr fasziniert, seine Bücher. Also wer sich für die Heilwirkung oder das spirituelle Wesen von Pflanzen interessiert, der ist mit Wolf-Dieter Storl sehr gut bedient. Der hat wirklich viele interessante Bücher herausgebracht, über seine Erfahrungen beschrieben. Und das rührt mich immer, wenn ich seine Geschichten mit den Wildpflanzen lese. Dann gibt es noch ein sehr wichtiges Kapitel in diesem E-Book, Schwermetallausleitung mit Grün. Mit welchen grünen Lebensmitteln können wir Schwermetalle aus unserem Körper ausleiten? Und was vor allem auch ganz wichtig ist, wie kommt es dazu, dass wir schwermetallbelastet sind? Da sind wirklich sehr wichtige, interessante Informationen dabei. Und ein lieber Freund von mir, der Joachim vom YouTube-Kanal Kohl und Kamera, hat auch einen kleinen Artikel für mich geschrieben, was man bei der Entgiftung mit Schwermetallen unbedingt beachten muss. Und zum Schluss des E-Books gibt es natürlich wieder eine Unmenge an grünen Inspirationen und Rezepten für euch. Ich habe das diesmal geteilt. Rezepte mit Kulturgrün, das ist eben sind grünes Blattgemüse dabei und die Gartenkräuter. Dann gibt es eine Kategorie Rezepte mit Mikroalgen, also Chlorella und Spirulina. Und dann noch ein Kapitel Rezepte mit Wildgrün. Also sind viele Inspirationen für euch dabei. Und mir ist es wirklich wichtig, dass ihr durch dieses E-Book versteht, warum chlorophyllhaltige Lebensmittel wichtig sind und vor allem, wie ihr sie in euer Leben integrieren könnt. Da sind viele Tipps, viele Anregungen dabei, viele Inspirationen und Rezepte. Und ich versuche euch mit diesem E-Book an die Hand zu nehmen, mehr Grün in eure Ernährung zu integrieren. Für diesen Rezepteteil haben mir die Rohkostlinge Maria von More Raw Food, Ulrike und Jürgen von Deine Ernährung und die Bunte Pack ganz tolle Rezepte zur Verfügung gestellt. In diesem Rezeptteil gibt es natürlich auch Rezepte, die man entsaften, mixen und anderweitig mit irgendwelchen Geräten zubereiten muss. Aber es gibt auch viele Inspirationen, ohne dass man irgendwelche Küchengeräte mit Strom benötigt. Also ihr wisst ja, ich bin ja auch ein großer Fan von Einfachessen, Monoessen, einfache Mahlzeiten oder einfach so mir bunte Teller zusammenstellen, ohne dass ich jetzt irgendwas groß mixen muss. Also da gibt es für alle was gern, die was zubereiten, aber auch die eher schlichter essen. Dieses E-Book gibt es bis zum 27. Juli zum Einführungspreis von 19 Euro. Danach wird das E-Book 27 Euro kosten. Wenn ihr euch für dieses E-Book interessiert und mich mit dem Kauf unterstützen möchtet, freue ich mich sehr darüber. Und ihr findet den Link unten in der Infobox, beziehungsweise werde ich das auch in einen Kommentar einfügen und dann ganz oben anpinnen. Wenn ihr jetzt noch Fragen zu diesem E-Book habt oder generell eure Erfahrungen mit grünen Lebensmitteln hier mit uns teilen möchtet, dann setzt mir gerne einen Kommentar unter dieses Video. Wenn euch dieses Video, die Informationen über mein E-Book gefallen haben, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne dieses Video teilen und die wichtigen Informationen weiter verbreiten. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle, gesunde, chlorophyllhaltige Zeit. Vergesst nicht, grün essen, schaltet die Ampel auf grün. Bis bald, eure Silke.